Es gibt kaum eine Branche und kaum einen Bereich der Gesellschaft, der sich nicht auf die vorteilhaften Veränderungen durch die Digitalisierung einstellt. Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz werden zum Erfolgsschlüssel. Datenbasierte Geschäftsmodelle liefern passgenaue Angebote. Technologien wachsen exponentiell. 5G ist der Mobilfunkstandard der Zukunft. Das Fundament unserer künftigen digitalen Infrastruktur. Egal ob künstliche Intelligenz, Telemedizin oder selbstfahrende Autos. All diese Technologien sind auf die ultraschnelle mobile Übertragung von sehr großen Datenmengen angewiesen. Denn künstliche Intelligenz, smarte Städte, E-Health und Industrie 4.0, all dies hängt von der Geschwindigkeit und Qualität künftiger Netze ab. Doch wo stehen Deutschland und Europa im Vergleich zu digitalen Mächten wie USA und China? Für Deutschland, das traditionell stark im Maschinenbau ist, ist das ein Vorteil. Ich bin überzeugt, dass wir bei Robotik und Industrie 4.0 eine führende globale Rolle einnehmen können. Aber auch bei Themen wie künstlicher Intelligenz müssen wir ganz vorne mit dabei sein, wenn wir unsere Position in der Weltwirtschaft verteidigen wollen. Yang Tao ist Deutschlandchef des chinesischen Konzerns Huawei. Er blickt differenziert auf die Entwicklungsstände in den verschiedenen Märkten. Ich sehe den Stand dieser drei Länder folgendermaßen. Die USA und China kommen sehr schnell voran, auch wenn Europa gut dabei ist aufzuholen. Wir unterstützen dabei seit vielen Jahren die innovativsten Technologieunternehmen in Deutschland. China will weltweit führend in der KI werden und sieht bis 2030 eine Wertschöpfung in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar. Die künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. In das Smartphone hat Siri Einzug gehalten, im Wohnzimmer hilft Alexa mit Spracherkennung. Programme können aber auch bei strategischen Spielen wie Schach und Go punkten. Monika Lessel ist Head of Innovation Strategy bei der Bayer AG und beschäftigt sich dort mit den Auswirkungen von KI auf unser tägliches Leben. In meinem Umfeld ist nämlich das Life Science Umfeld und hier noch bessere Vorhersagen zu machen, welche Ansatzpunkte für Medikamente, wie werden Medikamente wirken, Simulationen zu machen, das ist für mich eigentlich eine ganz spannende Aufgabe und eine große Herausforderung. Für Deutschland und die EU nimmt sich die Kanzlerin Angela Merkel vor, in der KI aufzuholen, in den Bereichen, in denen wir nicht zur Weltspitze gehören. Doch Voraussetzung für exponentielle Technologien sind Netzwerke. Als Telefonica Deutschland sind wir an mehreren Pilotprojekten beteiligt. In München haben wir mit unserem Partner Huawei das Tech-City-Projekt gestartet und erreichen hier schon Geschwindigkeiten von 1,65 Gigabit pro Sekunde. Auf der A9 testen wir 5G für den Einsatz beim autonomen Fahren. Ein spannendes Projekt. In Berlin bauen wir gemeinsam mit Nokia ein Early 5G Innovation Cluster. Pascal Finette ist Chef des Fast Track Institutes der Singularity University und selbst mehrfacher Gründer. Schule ist sicherlich einer der ganz großen Unterschiede. Politische Systeme ist der andere. Was dann dazu führt, dass auch die Art und Weise, wie gearbeitet wird, halt unterschiedlich ist. Jimmy Cliff, Chef des chinesischen Fahrradverleihsystems Mobike Germany, sieht den Impact auf das Leben durch Technologie ganz pragmatisch. Wir würden die Städte bis zum Smart Innovative Cities machen. Ich glaube, unsere Hoffnung ist, wir werden eine Lösung für viele Probleme, die gibt gerade in alle Städte, so wie gesagt, die Probleme von Gesundheit, die Probleme von Staub, von Feinstaub, Stickoxid, CO2. Alle diese Anwendungen hängen von der Geschwindigkeit und Qualität künftiger Netze ab. Wie nutzen die Gäste des Telefonica Basecamps KI-Anwendungen? Wir haben als erstes Deutsche Welle Anchor Brent Goff gefragt. Bei Amazon eine Zeit lang immer wieder gekauft hat. Man sieht schon, dass Amazon mich kennt und sogar kann vorhersagen, was ich denken werde. Ich habe Alexa zu Hause und spreche jeden Tag mit Alexa. Ich glaube, ich verwende eine künstliche Intelligenz in meinem Leben an Situationen im Alltag, bei denen ich gar nicht immer realisiere, dass künstliche Intelligenz vorhanden ist.